Unser Thema Digitalisierung zwischen emanzipatorischer Aneignung und neuen Herrschaftsformen. Und dazu begrüße ich sehr herzlich unsere eingeladenen Gäste. Das ist erstmal ganz rechts Adriane Fichter, ist Politologin und Redaktorin bei der Republik. Wenn du kannst gerne ergänzend was zu dir sagen, immer zum Beispiel, warum du hier sitzt, womit du dich gerade intensiv beschäftigst. Ja, ich beschäftige mich eigentlich schon seit Jahren mit der Digitalisierung beziehungsweise mit der Demokratierelevanz der Digitalisierung. Ich schreibe über Netzpolitik, Datenschutz, Privacy, Security, digitale Ethik bei der Republik. Vielleicht kennt ihr das Magazin. Wir sind rein leserfinanziert und starten jetzt hoffentlich bald ins dritte Jahr. Kleine Werbespot. Danke. Dann zu meiner Rechten, Katharina Nokun ist Bürgerrechtlerin und Buchautorin aus Berlin. Und was gibt's zu dir zu wissen, themenbezogen auch für heute? Ja, also das Thema Digitalisierung und Bürgerrechte, Datenschutz war tatsächlich für mich so der Erweckungspunkt, wo ich dachte, jetzt muss ich mich politisch engagieren, weil ich hatte nicht das Gefühl, dass jemand anders das macht. Also ich bin so seit, seit 10 Jahren arbeite ich so in dem Bereich Datenschutz, Bürgerrechte, habe beispielsweise für Campact, das ist so die größte deutsche Online-Petitionsplattform, 2 Jahre lang alle Kampagnen zum Thema Datenschutz, Bürgerrechte geleitet, war auch mal Geschäftsführerin der Piratenpartei, falls Sie sich noch an diese Partei erinnern. Genau. Und mein Hobby ist Verfassungsbeschwerden gegen Überwachungsgesetze einreichen, was den netten Nebeneffekt hatte, dass ich zwischenzeitlich in der Deutschen Polizeidatenbank für Cybercrime gelandet bin. Fragen Sie nicht. War natürlich nur ein Versehen, ist inzwischen gelöscht. Ja, ansonsten frage ich gerne meine Daten bei Unternehmen ab, unter anderem bei Amazon, aber auch bei anderen Unternehmen, um mal zu gucken, was sie eigentlich so über uns speichern. Und darüber habe ich auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Daten, die ich rief. Dankeschön. Zu meiner Linken direkt sitzt Oliver Nachtwey, ist Professor für Sozialstrukturanalyse an der Uni Basel. Und ich vermute, dass es da in deinem Forschungsbereich im Moment auch um Digitales geht. Ja, wir versuchen einerseits zu verstehen, wie funktionieren eigentlich diese Digitalkonzerne. Die reden ja die ganze Zeit darüber, dass sie die Welt retten wollen oder verbessern wollen. Die Digitalkonzerne sagen ja immer, sie wollen die Welt retten oder verbessern. Mark Zuckerberg sagt ja auch immer, ich wache nicht jeden Morgen auf und denke daran, wie kann ich die nächste Milliarde verdienen. Das sagt sich natürlich dann auch leicht, wenn man schon Milliardär ist. Und wir versuchen zumindest so ein bisschen auf die Spur zu kommen, was hat es denn auf sich mit dieser Frage der Weltverbesserung? Und inwieweit ist das nicht nur einfach so eine Art Camouflage oder Bullshit, sondern was hat das real auch mit den Menschen, die das dort arbeiten, zu tun? Danke. Und ganz links außen, jetzt rein sitztechnisch gesehen, politisch von hier aus. Das wusste ich nicht, siehst du. Sitzt Orhan Akman. Er ist bei Verdi in Deutschland. Und welchen Kontext hat das zu hier heute? Ja, hallo zusammen. Ich heiße Orhan Akman, arbeite bei der Verdi in der Bundesverwaltung und leite dort den Bereich Einzel- und Versandhandel. Ihr sagt dazu, glaube ich, Retailhandel in der Schweiz und bin in der Funktion auch verantwortlich für die Organisierung der Beschäftigten bei Amazon, wo wir seit 7 Jahren in Arbeitskämpfen versuchen, das Unternehmen in die Tarifbindung zu zwingen. Danke. Und das ist auch ein gutes Stichwort, weil wir haben aufgrund des Ausfalls von Jacqueline uns kurz überlegt, wie wir thematisch vorgehen wollen. Und wir haben uns gedacht, dass wir anhand des Beispiels Amazon zum Beispiel, genau mit der Frage nach aktuellen Arbeitsverhältnissen, die sich neu gestalten innerhalb der Digitalisierung, dem Ganzen ein bisschen auf den Zahn fühlen, um dann allgemeine Marktmächte und Herrschaftsstrukturen zu betrachten, inklusive natürlich Datenschutz und so weiter, um dann zu Fragen zu kommen, wie können wir sinnvoll damit umgehen. Und
Du hast was vorbereitet, genau zu Amazon. Und ich möchte dich bitten, erstmal deinen Vortrag zu halten. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, erstmal herzlichen Dank für die Einladung und herzlichen Glückwunsch an die Kollegen, die den Kongress organisiert haben. Es ist für uns eine Ehre und wir bedanken uns ganz herzlich, dass wir teilnehmen können. Ihr seht schon an dem Titel, es geht bei uns um die Organisierung der Beschäftigten bei Amazon, nicht nur bei Amazon, aber auch dort, um dort kollektive Tarifverträge zu verankern, damit das Unternehmen nicht einseitig darüber entscheidet, zu welchen Konditionen die Menschen beschäftigt werden. Das ist der eine Aspekt, also wo es um Lohn und Gehalt, um Arbeitszeit geht. Und der zweite Aspekt, wo wir im Unternehmen versuchen, einen Tarifvertrag für gute und gesunde Arbeit zu verankern. Und spätestens der zweite Punkt hat auch sehr viel mit Digitalisierung zu tun, weil die Beschäftigten uns berichten, wie Digitalisierung, wie Automatisierung und wie Robotik sozusagen die Arbeitskonditionen der Beschäftigten zunehmend beeinflussen, verändern, verschlechtern und monetisieren. Vielleicht zwei Sätze nochmal kurz zu dem Unternehmen selber. Immer wenn man über Amazon redet, merke ich immer, dass die Leute so von einem Komplex gejagt werden. Das ist ein Riesenkonzern, das ist nicht mehr beherrschbar. Und ich würde zu Beginn einfach vor dieser Panikmache ein bisschen entwarnen. Also Amazon ist ein Großkonzern wie jeder andere. Wir haben in der Geschichte auch andere gesehen, wie Shell, wie Microsoft, wie Walmart. Also alleine, wenn man sich Walmart anschaut, hat über 2 Millionen Beschäftigte, also das Vierfache, was Amazon hat. Also insoweit ist die Frage nicht die Größe des Unternehmens. Die Problematik bei Amazon ist, dass sie zu viel Kapital akkumuliert haben. Die haben einfach zu viel Geld und wissen nicht mehr, was sie damit machen sollen. Und das ist ein Problem zum einen für die nationalen Ökonomie, für die Branchen, aber auch sozusagen letztendlich für die Konditionen, weil Unternehmen meinen dann, sie könnten sich über gesetzliche Grundlagen hinwegsetzen, sie müssten die Beschäftigten nicht akzeptieren, sie müssten Tarifverträge nicht unterzeichnen und in der Auseinandersetzung befinden wir uns. Der Konzern hat über 600.000 Beschäftigte in unserem Land, in Deutschland, mit 13.000 Festangestellten. In der Summe sind es ungefähr 18.000 Beschäftigte und das ist für uns ein Kleinunternehmen. Also wenn man alleine die Anzahl der Beschäftigten sich anschaut, müssten wir eigentlich als Verdi die gar nicht organisieren, weil wir haben ganz andere Konzerne. Alleine wenn man die Schwarzgruppe sich anschaut, zu der Lidl und Kaufland gehört, die haben über 430.000 Beschäftigte. Warum organisieren wir dieses Unternehmen? Dazu würde ich kurz dann kommen. Problematisch ist, wie gesagt, vielleicht hier an der Stelle, dass die Finanzkraft dieses Unternehmens mittlerweile das Bruttoinlandsprodukt von Portugal oder Vietnam entspricht, in etwa. Tendenz steigend. Und an der Stelle vielleicht, weil heute Vormittag auch Debatten zu CO2-Ausstoß waren, der CO2-Ausstoß von Amazon ist vergleichbar mit dem von Dänemark, von dem Konzern, alleine mit dem Land Dänemark. Das zeigt sozusagen die Problematik, die wir haben und auch die Gefahr für die Demokratie, in denen wir leben. Deswegen haben wir uns frühzeitig vor etwa 10 Jahren schon auf den Weg gemacht, wo das Unternehmen noch gar keine Rolle gespielt hat, weil die Tendenzen klar waren, was hier auf uns zukommt und haben das Unternehmen bis auf die Nieren untersucht. Wir beobachten jede Bewegung dieses Konzerns. Es wird auch durch uns hinterlegt. Das heißt, wir wissen, wo sie was öffnen, was für Tätigkeiten dort geübt werden, welche neue Standorte geöffnet werden und wie sie sozusagen in einzelnen Branchen vorgehen. Warum rede ich von Branchen? Wir haben als Verdi immer eigentlich gesagt, Amazon ist ein Händler. Mit dem Hauptgeschäft in Deutschland ist es auch ein Händler, nämlich die verkaufen Produkte an die Endkunden und deswegen wollen wir, dass sie dort den Tarifvertrag für den Einzel- und Versandhandel anwenden. Aber weltweit gesehen ist der Konzern eigentlich ein Mischkonzern, der in mehreren Branchen unterwegs ist und überall, wo er reingeht, auch diese Branchen umwälzt. Daher ist es für uns wichtig, als Tarifgewerkschaft, wo wir die Beschäftigten organisieren, zu schauen, dass solche Unternehmen nicht Marken setzen, woran sich andere Unternehmen ein Beispiel nehmen oder sich orientieren. Deswegen hauen wir bei Amazon in die Fresse. Damit die anderen wissen, Finanzkraft alleine reicht nicht aus, sondern wir lassen es uns nicht bieten, dass Konzerne behaupten können, sie können über die Branchenstandards und Tarifstandards hinwegsetzen. Dazu nehmen wir Geld in die Hand, Personal und sind bereits im 7. Jahr in Arbeitskampf gegen diesen Konzern. Das ist eine interaktive Karte, wo wir jeden Schritt des Unternehmens quasi dokumentieren und zugleich daraus ableiten, wo müssen wir angreifen, wo müssen wir organisieren, wo müssen wir Geld in die Hand nehmen, um die Beschäftigten zu treffen und sie zu dann gewerkschaftlich zu organisieren. Was ist das Neue bei Amazon? Man kann es vielleicht in einem Satz zusammenfassen, es ist die Industrialisierung der Dienstleistung.
Denn das Unternehmen hat die Dienstleistung so weit zerteilt, dass man eigentlich von einem fordistischen System reden kann, das man eigentlich ziemlich lange kennt. Nur, dass es diesmal halt nicht um Produktion geht, sondern um Dienstleistungen. Und das ist mit eines der Probleme, die wir auch dort haben. Weil durch dieses fordistische System werden auch Arbeitsprozesse so zerteilt, dass der Druck auf die Einzelnen sehr groß wird, dass Beschäftigte nicht mehr in die Lage kommen, sich mit ihren Kollegen auf der Arbeitsfläche zu unterhalten. Es wird zunehmend monotonisiert. Und es kommt dazu, und das ist mit eines der entscheidenden Erkenntnisse, die wir in letzter Zeit durch die Beschäftigten erfahren haben, dass sie sagen, es geht gar nicht mehr darum, dass ich kontrolliert werde. Das ist zwar scheiße, das mag ich zwar nicht, aber die eigentliche Problematik ist eine andere, dass ich die Selbstkontrolle verliere. Ich habe als Beschäftigter keine Kontrolle mehr darüber, wie ich meine Arbeit zu verrichten habe, sondern ich bin ein Anhängsel von digitalen Prozessen, von der Robotik und mich kommandiert ein Headset rum oder eine Maschine. Und ich habe keinen Einfluss darauf. Normalerweise ist es ja umgekehrt, dass man die Maschine hernimmt, damit die Arbeit vereinfacht wird. Aber in dem Fall ist sozusagen, wenn man eine Minute vor einem Paket steht, wird der Beschäftigte schon via Headset informiert, warum er dort nicht nach vorne kommt und wo das Problem denn liegt. Das heißt, die Selbstkontrolle, dass die Beschäftigten nicht mehr darüber entscheiden können, wie sie die Arbeit zu verrichten haben, ist eines der zentralen Probleme. Und das führt auch letztendlich dazu, dass die Freiräume für die Beschäftigten auf den Flächen, wo die tätig sind, weggenommen werden. Gewerkschaftliche Arbeit bedeutet zum einen Löhne, Gehälter, Tarifverträge etc., aber das eigentliche ist, dass wir ja sagen, wir wollen, dass die Demokratie nicht vor dem Betriebstor endet, sondern auch im Betrieb stattfindet. Und das braucht Freiräume. Das braucht, dass die Beschäftigten miteinander reden können, austauschen können und sich vernetzen können, auch mit Smalltalk. Das hat man in vielen Versandzentren, in Fulfillment-Zentren bei Amazon mittlerweile nicht mehr. Sondern man ist vereinzelt. Und der einzige Kontakt, den man über mehrere Stunden hinweg hat, ist sozusagen ein digitaler Prozess. Und das enthumanisiert die Arbeit. Und deswegen geht es gar nicht mehr darum, sozusagen Löhne, Gehälter alleine festzusetzen, sondern die Humanisierung der Arbeit in Form von Tarifverträgen zu gestalten und nach vorne zu bringen. Ich möchte das hier an der Stelle vielleicht betonen, es geht gar nicht darum, dass wir die Datenschutz hier minder werten. Das haben wir in den 90er Jahren rauf, runter, überall diskutiert. Ich möchte sozusagen die neue Qualität und warum wir uns da mit einer anderen Thematik beschäftigen. Die Beschäftigten sagen uns, dass sie sich zunehmend entfremdet fühlen, dass sie gar keinen Bezug mehr zu dem haben, was sie tagtäglich tun. Jetzt ist das ein marxistischer Begriff, die Entfremdung der Arbeit. Aber es ist ein wichtiger Begriff, meines Erachtens, weil die Beschäftigten eine doppelte Entfremdung erleben. Zum einen ein Konzern, der viel überwacht, die Beschäftigten rumkommandiert. Und das andere ist, normalerweise erleben wir, dass Beschäftigte sich mit dem Unternehmen anders identifizieren. Als wir in Deutschland vor 15 Jahren Lidl organisiert haben und dort sozusagen die ganzen Skandale aufgezeigt haben, haben die Beschäftigten Lidl verteidigt. Haben gesagt, Verdi, das stimmt nicht so, das ist zwar nicht der Superarbeitgeber, das ist mein Arbeitgeber. Bei Amazon erleben wir das nicht. Weil die sagen, das Unternehmen entfremdet mich selber und man kommt nicht mehr zur Ruhe. Durch diese Vorgaben ist so, dass die Beschäftigten sagen, selbst wenn ich schlafe, bin ich noch am Picken. Das heißt, auch die Grenzen verschwimmen zwischen der privaten und dem Arbeit und das, die Arbeit verfolgt dich permanent. Und die Arbeitsplätze, wo die Beschäftigten tätig sind, das umschreiben sie Betroffenen selber und sagen, ich komme mir förmlich wie in einem Käfig vor, wo ich mit niemand anderem quasi in Kontakt kommen kann. Deswegen brauchen sie Druck. Und wir machen Druck. Wir haben vor 7 Jahren angefangen, den ersten Streik dort zu organisieren und sind bereits jetzt im 7. Jahr. Und es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die nachfragen, wann endet ihr denn dort? Oder was ist denn eure Exit-Strategie? Die Antwort ist ganz einfach. Eine Exit-Strategie ist dann gegeben, wenn das Unternehmen das akzeptiert, was wir wollen. Und das sind tarifvertragliche Regelungen, das sind kollektive Regelungen, und nicht quasi die Finanzkraft des Unternehmens, die darüber entscheidet, wie wir nach vorne kommen. Deswegen verlangen wir dort Anerkennungstarifverträge. Das Unternehmen hat permanent sozusagen aufgrund dieses Drucks, den wir dort üben, wir streiken dort mit mehreren tausend Beschäftigten immer, dass sie dann Tariferhöhungen weitergeben, dass sie zusehen, dass wir Betriebsräte installieren, aber den eigentlichen Konflikt, und da ist das Unternehmen ideologisch unterwegs, Ideologie von oben, zu sagen, eine Gewerkschaft akzeptieren wir nicht und Tarifverträge sind Teufelswerk.
Deswegen geht das Unternehmen auch gegen uns rechtlich vor. Bei den Streiks, sie haben uns versucht, von ihren Flächen zu verjagen, von ihren Parkplätzen, dass wir während der Streiks die Parkplätze nicht besetzen dürfen. Dagegen sind wir vorgegangen und das deutsche höchstehrliche Gericht hat hier entschieden, natürlich können wir bei einer Streikmaßnahme Parkplätze besetzen, weil dort nicht quasi das Eigentümerrecht ein hohes Gut ist, sondern das Streikrecht ist per Grundgesetz bei uns geschützt. Sowas müssten wir quasi durch mehrere Instanzen durchkämpfen, damit quasi wir auch weiterhin dort Druck aufbauen können. Das Weitere ist, dass das Unternehmen sagt, ich will rund um die Uhr die Ware versenden können. Ich will, dass die Beschäftigten rund um die Uhr kommissionieren können und hat quasi versucht, diesen arbeitsfreien Sonntag zu durchlöchern. Auch dagegen sind wir vorgegangen und haben quasi das Unternehmen in die Schranken gewiesen. Man kann zwar sonntags klicken und Ware in den Warenkorb reinlegen, aber kommissioniert wird ab Montag. Damit gilt auch der Wettbewerbsgleichheit zwischen dem stationären Handel und sozusagen solchen alleinigen Online-Händlern. Und der Sonntag ist wichtig für uns, weil wir, wenn wir von gemeinsamen Zeitankern reden in der Gesellschaft, dann ist der arbeitsfreie Sonntag für eine Gesellschaft enorm wichtig. Weil wann soll man sonst mit den Leuten gemeinsam was machen? Wann soll man Familienfeste feiern, wann sollte man in Sportclubs gehen oder in Theater, wenn man nicht in der Gesellschaft einen gemeinsamen Zeitanker hat. Und das ist der arbeitsfreie Sonntag. Amazon nimmt richtig viel Geld in die Hand, um das zu zerschießen. Sie haben es vor kurzem wieder gemacht und auch in NRW haben sie dort verloren. Deswegen versucht das Unternehmen in Deutschland auch den Anschluss zu suchen. Also von dieser grundlegenden Haltung gegen Gewerkschaften, gegen Tarifverträge ist das Unternehmen mittlerweile ein bisschen abgewichen. Weil sie sagen, und merken, dass das in der Gesellschaft nicht immer gut geheißen wird. Und wir haben auch andere Konzerne in Deutschland erlebt, das waren Riesenkonzerne, die dann nach 10 Jahren dann nicht mehr existiert haben. Also insoweit würde ich das an der Stelle auch nochmal unterstreichen. Man darf das Unternehmen quasi nicht so groß reden, dass man selber davor ohnmächtig wird. Und das zeigt bei Amazon auch, dass das Unternehmen sich jetzt auf den Weg gemacht hat, Mitglied des Arbeitgeberverbandes zu werden, der mit uns Tarifverträge abschließt, nämlich dem Handelsverband Deutschland. Auch das ist eine neue Entwicklung, im Übrigen seit Januar diesen Jahres. Allerdings hat das Unternehmen hier zwar die Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband, der Tarifverträge abschließt, vollzogen, allerdings dort auch zugleich festgelegt, dass sie keine Tarifverträge anwenden wollen. Auch ein nettes Spiel, aber das hält uns nicht davor ab, dass wir sozusagen den nächsten Streikfenster bereits jetzt in der K-Woche in der Planung sind und auch vollziehen werden. Warum ist das wichtig, das, was wir dort machen? Das, was wir bei Amazon machen, hat Auswirkungen auf die gesamte Branche. Alle anderen Unternehmen schauen drauf, was wir bei Amazon machen oder nicht machen. Lassen wir nach, gehen sie den gleichen Weg. Bleiben wir stringent bis zum Erfolg, müssen die anderen sich danach richten. Deswegen ist der Kampf, den wir bei Amazon führen, eigentlich ein Schattenkampf, eigentlich ein Symbolkampf. Wie gesagt, in Anzahl der Beschäftigten würde das für uns nicht eine große Rolle spielen. Wir sehen zu, dass wir den Druck aufrechterhalten, dass wir den ausbauen und dass wir quasi schauen, nicht nur in Deutschland das Unternehmen unter Beschuss zu nehmen, sondern ihre gesamte Wertschöpfungskette und Lieferkette unter die Lupe zu nehmen und auch hier die ersten Schritte schon einzuleiten. Wo produziert das Unternehmen zum Beispiel die Eigenmarken? Und wie gelingt es uns anhand der Lieferkette und der Wertschöpfungskette auch Gewerkschaften zu organisieren, die in anderen Ländern Produkte für dieses Unternehmen produzieren oder liefern. Das Unternehmen hat in Deutschland eine Imageoffensive gestartet, wo sie über Fernsehen, über Rundfunk darstellen, was das für ein guter Arbeitgeber ist. Und wir gehen den umgekehrten Weg und lassen genau die Beschäftigten reden, dass sie aus ihrem Alltag darstellen, wie sie denn arbeiten. Und da geht es gar nicht darum, dass wir sozusagen Amazon durch den Kakao ziehen, sondern wir wollen die Tatsachen so gerade stellen, dass Betroffene selber sagen, wie arbeite ich denn und was fehlt denn dort? Und daher auch sozusagen hier den Beschäftigten und das Arbeitsalltag der Beschäftigten bekannt zu machen und nach vorne zu gehen. Wir organisieren weitere Betriebe und werden auch in diesem Jahr einen neuen Fulfillment Center dazu kriegen, der in die Aktionen tritt. Es wird dieses Jahr nochmal bei uns einen bundesweiten Streik geben, wo wir alle Beschäftigten, die streiken, zu einer zentralen Streikversammlung zusammenholen. Momentan sind wir in 8 Fulfillment Center, 8 von 13 streikfähig. In den anderen sind wir gerade in der Aufbauarbeit und werden zusehen, dass wir diesen Druck weiterhin ausüben.
International sind wir Mitglied des Union Network International, das ist ein Gewerkschaftsdachverband, der seinen Hauptsitz hier in Nyon hat. Und dort versuchen wir in einem gemeinschaftlichen Netzwerk mit unseren Schwestergewerkschaften zusammenzuarbeiten, die in den unterschiedlichsten Ländern Amazon organisieren. Das Netzwerk gibt es schon seit ein paar Jahren, immer mehr Zuspruch. Und hier gilt es, dass wir sagen, es reicht nicht alleine, dass wir in Deutschland die Streiks organisieren, sondern dass wir gemeinsame Zeitfenster festlegen, wo wir den Druck auf das Unternehmen auch international erhöhen. Das ist uns zum Teil gelungen, aber das ist noch am Anfang. Das heißt, hier werden wir auch in nächster Zeit deutlich mehr Energie investieren, dass wir nach vorne kommen. Ein Bündnis mit der Politik und der Gesellschaft ist deswegen wichtig, weil das Problem ist nicht nur sozusagen sind Arbeitsbedingungen, sondern es ist Ökologie. Es ist so, dass dieses Unternehmen zwar in unserem Land sich eine goldene Nase verdient, aber keine Steuern zahlt, die ganzen Steuern im Grunde nach Luxemburg verfrachtet und darüber hinaus. Und wir sagen, wenn Unternehmen die ganze Infrastruktur eines Landes in Anspruch nehmen, von Autobahnen, von Logistikzentren, von Schulen etc., dann müssen sie genauso in die Verantwortung gehen, wie jeder Beschäftigter, wie jedes kleines Unternehmen, auch hier Steuern zu zahlen. Und die haben es dringend nötig, es zu tun. Deswegen suchen wir auch hier weiterhin mit den unterschiedlichen politischen Parteien, mit gesellschaftlichen Kräften hier den Druck auf mehreren Beinen zu stellen, dass wir sagen, es geht nicht nur um die Tarifauseinandersetzung, sondern es geht um eine gesellschaftliche Auseinandersetzung gegen diesen Konzern. So gehen wir vor und ich bedanke mich erstmal für das Zuhören und bin nachher gerne bereit, auf die Fragen einzugehen. Ja, Johann, herzlichen Dank erstmal für diese interessanten Einblicke eurer Vorgehensweise bei Amazon. Jetzt könnte man sagen, ein Großteil der Probleme, die dort vorherrschen, die du erläutert hast, die kommen ja sehr wohl auch in der analogen Welt von Konzernen und Unternehmen vor. Das heißt, möglichst immer am Rande des Rechtsbruchs so viel Arbeitnehmerrechte wie möglich aufzugliedern zum eigenen Wohl und Interesse. Gab es schon immer, gibt es schon immer. Was siehst du denn als besondere neue Qualität dieses Umstandes aufgrund von sowas wie Digitalisierung? Naja, erstmal, also wir haben den Grundsatz, dass wir sagen, als Gewerkschaft mache nichts für deine Mitglieder, was sie selber machen können. Das heißt, wir wollen nicht die Beschäftigten entmündigen und sagen, werde Mitglied bei der Gewerkschaft und wir lösen dein Problem. Also wenn du bei uns Mitglied wirst, dann verlierst du erstmal 1% deines Bruttogehalts und mehr erstmal nicht. Sondern wir sagen, organisiert euch. Das heißt, die Zeiten, als wir denen versprochen haben, werdet Mitglied und wir klären das für euch, die sind vorbei und das ist auch nicht unser Ansatz. Die Gewerkschaft ist kein Zigarettenautomat, wo man oben 5 Euro reintut und unten kommt die Lohnerhöhung raus. Und das ist der entscheidende Satz, auch bei Amazon zu sagen, obwohl die Arbeitsbedingungen sehr prekär sind, obwohl der Druck sehr hoch ist, gelingt es uns im 7. Jahr schon, den Druck gegen diesen Konzern aufrechtzuerhalten. Das heißt, Digitalisierung, Automatisierung, Robotik und all diese neuen Erscheinungsformen trügen ja nicht darüber hinweg, dass wir nach wie vor einen Konflikt zwischen Arbeit und Kapital haben und dies gilt es zu organisieren. Man muss die Methoden anpassen, man muss quasi die Ansprache anpassen, man muss die Unternehmenskultur sich genauer anschauen. Aber de facto ist das nichts Neues, also aus meiner Sicht. Und das meinte ich auch, als ich gesagt habe, wir dürfen das Unternehmen nicht zu groß reden. Und der Schlüsselpunkt ist, dass man halt mit den Leuten redet, die dort arbeiten. Also es gibt... Die Leute werden auch gefragt, wie organisiert die Leute? Ja, man muss mit ihnen reden. Wir haben bei Amazon in allen Standorten sogenannte Vertrauensleuterkörper gebildet. Das heißt, alle aktiven Mitglieder kommen sonntags zusammen und mit denen organisieren wir die Belegschaft. Und das heißt, nicht wir machen es für sie, sondern sie entscheiden selber in einem sehr demokratischen Prozess, wie wir streiken, wann wir streiken. Und wir sehen zu, dass wir als Organisation das zusammenführen, dass wir da eine Strategie und Taktik daraus machen und gehen entsprechend vor. Okay, aber das würde zusammenfassend bedeuten, du bist der Meinung, im Prinzip ändern sich zwar, also es kommen neue Technologien auf oder sowas wie Digitalisierung, die aber nur genutzt werden, um die alten Konflikte weiterzuführen und unter Umständen als neues Instrument, das noch nicht reglementiert ist und so weiter, zum eigenen Vorteil zu nutzen. Aber die Konflikte sind eigentlich die gleichen, es ist nur eine neue technische Dimension, die dazukommt.
Ja, ich meine, die Aufgabe, die wir haben, natürlich ist, auch solche Unternehmen nicht so groß werden zu lassen, dass sie dann übermächtig werden und die Beschäftigten nicht akzeptieren. Weil bei der Arbeit geht es ja nicht nur darum, dass man einen Erwerb hat, sondern Arbeit an sich ist ja, es hat auch einen sozialen Charakter, das heißt die Selbstverwirklichung, und das kann nur gelingen, wenn Menschen Freiräume bekommen. Das heißt, wenn auch Arbeit Spaß macht, auch bei Amazon. Und dazu braucht man quasi erkämpfte Freiräume. Und die Technologie, Digitalisierung, mein, wir sind keine Maschinenstürmer, ja. Das ist ja nicht gut ausgegangen in der Historie. Sondern wir sagen, wenn Digitalisierung, Robotik dazu genutzt wird, dass Beschäftigte Druck kriegen, dass Beschäftigte rumkommandiert werden, dass sie entmachtet werden, entmündigt werden, dass sie keine Kontrolle mehr haben über das, was sie tun, dann muss man quasi hier Regelungen treffen, die das einschränken. Und das kann man kollektiv, und wir sagen deswegen, wenn wir einen Tarifvertrag für gute und gesunde Arbeit verlangen, geht es genau um diese Prozesse. Wir wollen nicht, dass Beschäftigte zu Anhängsel der Maschine werden. Wir wollen mit dem Unternehmen über die Algorithmen reden, wie Algorithmen im Betrieb eingesetzt werden. Ich weiß, das hört sich jetzt futuristisch an, aber man muss quasi irgendwo anfangen und darf das nicht sozusagen als Gott gegeben sehen. Daher wollen wir sozusagen, dass die Qualität der Arbeit sich verbessert, und dazu muss man sozusagen die Arbeitsprozesse anders gestalten. Das heißt, jemand, der durch die Digitalisierung am Arbeitsplatz permanent rumkommandiert wird und kommt innerhalb von 4 bis 8 Stunden in der Arbeitszeit nicht dazu, einen kleinen Smalltalk mit seinen Kollegen zu machen, dann ist das schon dramatisch. Das kann man verändern, indem man andere Pausenzeiten einbaut, indem man sagt, der Beschäftigte muss jetzt nicht rumkommandiert werden, wenn die Maschine das sagt, indem man andere Taktzahlen eingibt. Das kann man alles per Technik machen. Wenn die Technik dazu dient, dass die Menschen, dass die Arbeit der Menschen einfacher wird, ja, warum nicht? Warum sollen wir dagegen sein? Momentan erleben wir halt, dass man damit die Beschäftigten vor sich hertreibt. Dass man das so quasi optimiert hat, dass der Beschäftigte nur noch quasi zu funktionieren hat. Und wir sagen Nein dazu, weil wir sagen, die Arbeit hat auch was Humanes, und das gilt es auch am Arbeitsplatz zu leben. Danke. Oliver, dich möchte ich fragen, weil wir haben jetzt ja ein ganz konkretes Beispiel gehört über sich ändernde Umstände und Verhältnisse aus diesem industriellen Kontext, eher auch des Einsatzes von Robotik. Aber es ändern sich ja insgesamt in allen möglichen Arbeitsverhältnissen, gerade Sachen über Digitalisierung. Was kannst du uns dazu sagen? Ja, Amazon ist natürlich der vielleicht größte Tanker im See der Digitalisierung. Was die aber sehr, sehr gut perfektioniert haben, ist das, was wir in der Arbeitssoziologie gerade Kontingenzarbeitskraft nennen. Also sagen, das typische Arbeitnehmerverhältnis war zumindest in der Vergangenheit so etwas, was mit Permanenz ausgestattet war. Bei einer Permanenz und damit auch bestimmten verbundenen Rechten, natürlich auch Pflichten. Aber gerade bei Amazon, dort gibt es sehr, sehr viel Kontingenzarbeitskräfte in dem Sinne, dass viele Leute als Saisonarbeitskräfte arbeiten, dass sehr viele Migranten dort bei Amazon eingestellt werden, die eine höhere Verwundbarkeit auf dem Arbeitsmarkt haben, sehr viele Unqualifizierte, und die bekommen dann immer noch über die Handscanner sozusagen dann dazu noch die digitalen Kontrollmechanismen. Und das hat Amazon sehr, sehr perfektioniert. Aber ich finde, Amazon ist eben doch etwas größer, als du das jetzt dargestellt hast, weil Amazon neben Facebook und Google einfach der größte Konzern auf der Welt ist, der die gesellschaftlichen Strukturen generell verändert. Der verändert mich nicht nur die Arbeitsverhältnisse in den einzelnen Centern, wo dann die Pakete gepackt werden, was dramatische Arbeitsverhältnisse sind. Ich finde ja auch, dass Amazon der Globalisierungskonzern schlechthin ist, weil ich weiß, dass Verdi da einen heroischen Kampf führt, aber man muss ja auch ehrlicherweise sagen, einen seit 7 Jahren immer noch nicht hinreichend erfolgreichen Kampf geführt hat, weil, ich versuche das jetzt sozusagen sehr vorsichtig zu formulieren, aber das Problem ist einfach, Amazon kann sehr, sehr gut sozusagen die Pakete auch nach Polen verlagern, was sie auch de facto machen bei jedem Arbeitskampf, das ist das eine. Aber Amazon, ich muss immer besser ins Mikro sprechen, okay. Also Amazon ist natürlich auch der Konzern, der unser
persönliches und individuelles Verhalten wahnsinnig verändert. Das geht los da drin, wenn Sie einmal ein Buch oder Klopapier oder irgendwas dann gekauft haben. Und dieser Algorithmus ist ganz gut. Also ich kann sagen, ich mag den Amazon-Algorithmus sogar manchmal, weil der eigentlich ganz gut weiß, welche Romane ich beim nächsten Mal lesen möchte. Ich gehe noch in die Buchhandlung. Ich nehme es nur als Beispiel. Aber tatsächlich kennt uns Amazon ganz gut. Und ich habe mir sogar so eine Alexa zu Hause hingestellt, was ein totales Teufelszeug ist. Und ich spreche, wie Sie merken, leise und undeutlich. Und deshalb versteht mich Alexa nicht. Aber sie versteht schon meinen Sohn ganz gut. Das ist ein echtes Problem, weil er kann sich jetzt immer seine Hörspiele anmachen, auch wenn er nicht mehr darf. Amazon ist aber auch ein sozusagen der Konzern, der sagen, über eine bestimmte Plattform, ein bestimmtes Produktionsmodell sich wirklich als globalen Konzern hat aufstellen können. Dieses Produktionsmodell funktioniert fast auf der ganzen Welt. Eine ganz wunderbare Ausnahme ist die Schweiz, weil hier hat Amazon im Grunde kapituliert. Wir haben gesagt, das machen wir mit dem Zoll nicht mit. Das finde ich so etwas sehr, sehr Interessantes. Sonst funktioniert Amazon in allen europäischen Ländern sehr, sehr gut. Und dieses globale Produktionsmodell, dass man das, man nennt das in der Digitalisierung immer Skalierbarkeit. Das sozusagen, das ist in alle Richtungen übertragbar und auch in alle Höhen übertragbar. Der Jeff Bezos hat sich nebenbei noch eine Zeitung gekauft, die Washington Post. Amazon hat, sagen, investiert sehr viel in Drohnen, kleine Roboter, und wenn Sie diese praktischen neuen digitalen Lesegeräte haben, dann wissen die, weiß Amazon bald noch mehr über Sie, nämlich Amazon kann dann messen, wenn Sie sagen, ah, ich habe diesen neuen Roman von Martin Walser, den habe ich gelesen. Amazon weiß, dass Sie nach 4 Seiten aufgegeben haben bei dem Schwachsinn. Ne, das heißt, die können alles mitlesen, was Sie tun. Und das heißt, worauf ich hinaus will, und ich versuche sozusagen so ein bisschen, dass wir halt nicht nur über Arbeit reden, sondern wie funktionieren diese Konzerne? Das sind im Grunde Datenkonzerne, die unser Verhalten verändern wollen und unser Verhalten versuchen zu antizipieren. Das sind ganz neue Geschäftsmodelle, die mit einer bisher nicht gekannten Macht auf der Welt ausgestattet sind. Also ich finde, man muss sie eher größer reden, als wir es eigentlich gerade im Moment sozusagen so tun. Und man sieht ja noch, man denkt so, ja, der Jeff Bezos, der legt sich da mit Trump an. De facto ist das Silicon Valley wahnsinnig toxisch. Der Peter Thiel, einer der wichtigsten Investoren, der hat jetzt mit Palantir, das bekommen Sie gar nicht mehr mit, oder das bekommt man als Konsument nicht mehr mit. Ob Sie das mitbekommen, das weiß ich jetzt gar nicht, aber man bekommt es als Konsument nicht mehr mit, weil Palantir einfach das größte Datenunternehmen ist, was die CIA beliefert. Und das heißt, dort gibt es einen gesellschaftlichen Wandel. Oh, Entschuldigung. Ich bin es in der Uni immer gewohnt, laut zu sprechen und denke dann immer, alle verstehen mich. Aber das ist sozusagen, also da würde ich so ein bisschen drauf hinaus wollen, und das wäre mein Punkt. Amazon ist der Konzern, der das aufgegriffen hat, was wir prekäre Beschäftigung nennen und das ziemlich stark perfektioniert hat. Aber das ist auch ein Treiber des digitalen Wandels der Gesellschaft, was wir fast noch gar nicht abschätzen können, was da genau passiert. Ja, danke. Das geht ja genau. Also Katharina, wir haben vorhin beim Vorbesprechen auf dieses Thema ist immer wieder von deiner Seite das Stichwort Marktmacht gefallen, wo das jetzt ja genau in die Richtung geht. Wie siehst du das? Was passiert da gerade? Ja, Amazon ist ein sehr interessanter Konzern, und warum das so ist, möchte ich gerne anhand von einem Beispiel erklären. Also ich habe ein paar Freunde, die bestellen alles bei Amazon. Und mit alles meine ich wirklich fast alles. In Berlin gibt es nämlich mittlerweile mehrere Dienste, Amazon Now, Amazon Fresh. Das heißt, man kann sogar sein Gemüse bei Amazon bestellen. Und wenn man grillt, kann man alles für diesen Grillabend bei Amazon bestellen, sogar das gekühlte Bier. Das ist innerhalb von 2 Stunden bei Ihnen im 8. Stock geliefert, und der Grill und die Grillkohle, alles zusammen. Ja. Und das machen eben viele Leute, weil das wirklich bequem ist. Ne? Und dazu gibt's noch, hat man noch ein Amazon Prime-Abo, dann zahlt man keine Versandkosten, dann schaut man noch alle Videos darüber an, dann hat man vielleicht noch Amazon Kindle, Amazon Web Service ist halt über das halbe Internet, ne? Also Amazon weiß halt auch abseits davon ziemlich viel. In anderen Ländern gibt's noch
Dienste, also beispielsweise Amazon hat auch einen Generika-Handel, also für Medikamente. In anderen Ländern ist es halt so, dass man sich auch Amazon Pillpack holen kann. Dann kommen halt irgendwie, weiß nicht, die Kopfschmerztabletten dann halt auch nach Hause geliefert. Es gibt zig Dienste mittlerweile, zig Dienste, die da zusammenhängen. Und die Versuchung ist eben ganz ziemlich groß, sich in dieses Universum zu begeben und sich dann noch die Alexa ins Kinderzimmer zu stellen. Die Frage ist eben, was macht das mit unserer Gesellschaft? Und was das mit unserer Gesellschaft macht, also kann man, also ich finde, für mich als Datenschutzaktivistin ist die Frage der Privatsphäre auch ein Ausdruck von Macht. Wer viel über mich weiß, hat auch Macht über mich, weil jeder hat etwas zu verbergen, glauben Sie mir das. Und wenn es nur die Privatsphäre ist, ja. Und man stellt sich mal vor, so ein rundum Amazon-Nutzer, was der so über sich erfahren kann. Ich wollte das mal ausprobieren für ein Experiment für mein Buch und habe ein Jahr lang Amazon ziemlich intensiv genutzt. Ja, wobei man sagen muss, ich bin total der langweilige Amazon-Nutzer. Ich bestelle nämlich nur Bücher, so 50 oder 60 im Jahr immerhin, aber ich bestelle nur Bücher. Und das habe ich dann ein Jahr lang gemacht und dann habe ich eine Brieffreundschaft mit Amazon angefangen und angefangen, sie darauf hinzuweisen, dass ich ein Anrecht habe, als Nutzer in Deutschland damals eine Kopie meiner Daten zu bekommen. Ja, es hat mehrere Monate gedauert, bis Amazon das halt auch so gesehen hat und mir dann eine CD-ROM zugeschickt hat und da war eine Excel-Tabelle drauf. Und ich habe diese Excel-Tabelle aufgerufen und dachte erstmal so, hoch, mein Rechner ist kaputt, weil die nicht geladen hat, ja. Und dann irgendwann habe ich diese Tabelle vor mir gesehen und ich fange an zu scrollen. Scroll so ein paar Minuten und gucke dann so, okay, das hat 15.365 Zeilen, das Ding. Und zu jeder Zeile gibt es bis zu 50 Zusatzangaben. Und das Ganze hieß Clickstream. Das waren alle Klicks, die ich auf Amazon in den letzten 14 Monaten gemacht habe. Nur in den letzten 14 Monaten, wohlgemerkt. Meinen Account habe ich eigentlich schon seit 2008. Ich habe nicht meine Daten von Amazon Prime, so, also nur Videos oder so, habe ich nicht gemacht. Ich habe halt auch kein Kindle, das ging mir halt alles zu weit. Ja, ich möchte nicht, also ich finde es unvorstellbar, wie man, also ich glaube nicht, dass es den meisten Leserinnen von 50 Shades of Grey so angenehm wäre, zu wissen, was sie wann wie oft lesen, so. Ja, aber um das mal runterzubrechen, genau das sind die Daten. Ne? Also es ist jetzt ein Beispiel, bei dem Sie lachen. Denken Sie mal an irgendwie Eheratgeber, Beziehungsratgeber. Ja, das ist schon ziemlich aufschlussreich, wer was liest und welche Kapitel man öfter liest. Und das sind halt alles Informationen. Interessant ist halt auch, was für Patente Amazon anmeldet. Amazon hat ein Patent angemeldet, womit halt beispielsweise bei der Alexa automatisiert herausgefunden werden kann, ob jemand krank ist. Ja, ist gerade in Zeiten von Corona vielleicht besonders interessant. Wenn jemand oft hustet, kann das ja vielleicht interessant sein, um diesem jemand proaktiv etwas dagegen anzubieten. Ja, ist wohlgemerkt nur ein Patent. Es gibt noch viele andere Patente, beispielsweise Surveillance as a Service per Drohne, dass die Lieferdrohne dann vielleicht gucken kann, so ist bei ihrem Haus alles in Ordnung. Ja, wobei man sagen muss, jeder größere Konzern aus dem Silicon Valley hat halt so einen Giftschrank mit Patenten, wo man nur denkt, okay, wenn das die Zukunft ist, dann möchte ich kein Teil davon sein. Und das Problem bei Amazon ist halt wirklich, das ist ein Konzern, der in so vielen Bereichen mittlerweile aktiv ist, dass er eine unglaubliche Marktmacht hat. Und das stellt sich einmal gegenüber uns Konsumenten dar, dass Amazon uns viel vorgeben kann, weil uns wird ja gesagt, ja, wenn es dir nicht passt, dann geh halt woanders hin. Aber irgendwann wird dieses woanders immer kleiner, weil es irgendwann nicht mehr den lokalen Buchhandel gibt, ja. Und vielleicht ist es auch so, weil so viele Leute Alexa nutzen, dass irgendwann Alexa so die dominante Sprachsteuerung ist, wo ich vielleicht noch als Alternative habe, irgendwie Google Home, wo ich mir denke, so okay, datenschutzmäßig ist es jetzt vielleicht nicht auch so geil, ne? Also ich habe die Wahl zwischen Pest und Cholera. Und ich glaube, ist es auf so vielen Ebenen ganz gefährlich für unsere Gesellschaft, einen Konzern so groß werden zu lassen. Der kann gegenüber den Beschäftigten sich dann aufhören, wie wir es eigentlich vor Jahrzehnten schon festgelegt haben, dass Unternehmen sich nicht verhalten sollten, gegenüber uns Konsumentinnen, auch gegenüber Anbietern. Ja, also Amazon ist ja nicht nur ein, da kann ich ja nicht nur Sachen bestellen, sondern es ist auch der größte Marktplatz. Das heißt, wenn ich als kleiner Produzent von beispielsweise
keine Ahnung, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie Schmuckringe oder so, ne? Die verkaufe ich über Amazon und irgendwann ändert Amazon die Regeln und ich lande auf Seite 2 bei den Suchergebnissen, wo ich muss mehr Provisionen an Amazon bezahlen. Ja, wenn Amazon der Platz ist, wo 90% meiner Kunden herkommen, dann habe ich ein Problem. Ich glaube, wir steuern auf eine Gesellschaft zu, wo zumindest im europäischen Markt Amazon in dieser Hinsicht viel, viel, viel zu mächtig ist und wir da stärker regulieren sollten. Ja, wobei man sagen muss, dass Amazon aber nicht weltweit diese Position hat. In China ist halt eher Alibaba und Tencent. Ich glaube nicht, aber auch, dass diese Unternehmen so viel besser sind. Ja. Liegt vielleicht auch daran, dass Verdi, dass Gewerkschaften in China eher eine traditionell schwierige Position haben. Aber insgesamt glaube ich halt, auf ganz vielen Ebenen zeigt Amazon war das Beispiel, was in der Digitalisierung schiefläuft, und zwar, dass wir einige Konzerne zu groß werden lassen, dass wir uns von ihnen einreden lassen, sie werden zu groß, um sie zu regulieren. Ich glaube auch, das ist Quatsch. Ja, man muss einfach die Regeln, die wir bisher haben, ordentlich durchsetzen. Und das ist sowohl für die Angestellten als auch für die Beschäftigten, als auch für die Anbieter, die über Amazon weiterverkaufen, auf jeden Fall eine gute Wahl. Dann scheint mir das Beispiel Amazon ja hier ganz gut gewählt zu sein, weil es offenbar mehrere Problemfelder vereinigt. Wir haben dann nicht nur die neuen Arbeitsverhältnisse und wie man damit umgehen kann, sondern jetzt kommen wir zum Datenschutz, zum Anspruch auf Wissen ob die eigenen Daten. Hätte man sich vor einigen Jahrzehnten über diesen Themenbereich Überwachung, Persönlichkeitsrechte und so weiter unterhalten, wäre man wohl eher vom urliberalen Ansatz ausgegangen. Ich als Individuum wehre mich damit gegen staatliche Überwachung und Einflussnahme. Jetzt höre ich was ganz anderes raus. Wir reden die ganze Zeit auch im Thema Datenschutz eigentlich Wirtschaftszusammenhänge, also die Abwehr im Stichwort Datenkapitalismus. Kann man das so sehen? Ist das die neue Abwehrfront? Ja, also das ist, würde ich schon so nennen, weil wir haben jetzt wirklich 20 Jahre Kommerzialisierung des Internets hinter uns, hatten eigentlich ursprünglich eine ganz andere Idee, was jetzt mit diesem Internet sein soll. Und ja, die Tech-Monopole haben sich herausgebildet. Amazon, muss ich sagen, kenne ich mich jetzt wahrscheinlich in der ganzen Reihe hier am wenigsten aus. Liegt auch daran, dass ich in der Schweiz lebe und über wahrscheinlich 75% der Güter und Produkte gar nicht in die Schweiz geliefert werden. Eben lucky us, also die Schweiz. Von daher kenne ich mich jetzt da zu wenig aus. Aber es ist tatsächlich so, der Datenkapitalismus ist jetzt einfach gerade das große Thema. Wie soll man ihn zähmen? Was sind die richtigen Regelwerke, die wir anwenden sollen? Momentan ist es tatsächlich so, dass wir eigentlich wie zwei Bestrebungen haben. Es gibt den Brussels-Effekt, da ist jetzt gerade ein Buch dazu erschienen, dass eigentlich momentan die EU mit gutem Beispiel vorangeht und ein Regelwerk verabschiedet hat, das jetzt noch durchgesetzt werden soll, immer mehr durchgesetzt wird. Es gibt immer mehr auch Klagen, die darauf pochen, ob bei Facebook und bei Google, bei Amazon weiß ich jetzt gerade nicht. Das auf der einen Seite, der Brussels-Effekt, und auf der anderen Seite muss man schon auch sagen, das geht jetzt wieder zum Thema, das wir vorher hatten, gibt es eine de facto Regulierung durch internen Widerstand in diesen Tech-Konzernen auch. Also eben der interne Widerstand beispielsweise bei Google, dass man bei gewissen Projekten in China, dass man da nicht eine Kooperation hat, und dieses Projekt Dragonfly, das dann schlussendlich eine Überwachungsmaschine sein soll, Suchmaschine, dass das nicht angewendet wird. Bei Amazon wurde auch ein Projekt geblockt intern, weil sich Mitarbeiter dagegen gewehrt haben. Von daher ist es tatsächlich so, dass vieles, vor allem was die Ausweitung der Geschäftsfelder angeht, haben wir momentan keine politische Handhabe. Also man ist sozusagen jetzt wirklich in der Diskussion Tech-Monopole zerschlagen, aber ja, wenn ja, ist das ja Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit und in das Eigentumsrecht. Und auf der anderen Seite, wie soll man sie stoppen? Und ich sehe momentan, es ist eigentlich wirklich sehr, sehr wichtig, dass diese
Mitarbeiter in den Tech-Konzernen, deren Rechte gestärkt werden, dass es möglich ist, Gewerkschaften zu bilden. Vielleicht haben Sie in den Nachrichten gelesen, es ist ja so, dass hier in Zürich Google der größte Standort in Europa hat. Momentan sind es 4.000 oder 5.000 Mitarbeiter. Und die hatten bis vor kurzem nicht die Möglichkeit, sich gewerkschaftlich zu organisieren. In der Schweiz. Also das wurde von dem Management Google Zürich und nach Hauptquartier in den USA gestoppt. Ein einfaches Treffen unter Mitarbeitern. Also ich meine, das ist schon eigentlich sehr frappant. Es hat jetzt aber doch immerhin, es wurde, glaube ich, ein erstes Treffen hat es jetzt gegeben. Also von daher, ich würde sagen, ein enorm wichtiges Thema. Nochmal kurz zurück zum Thema Datenkapitalismus. Die Frage ist, ja, das werden wir jetzt wahrscheinlich diskutieren, wie soll man dies politisch richtig reglementieren? Ich habe dazu noch nicht die passende Antwort. Es ist auch die Frage eben, soll das etwas kosten? Sollen die Firmen uns dafür bezahlen, dass wir persönliche Daten an sie abtreten? Soll es dazu ein Eigentumsrecht geben für die Userinnen und User? Und was bedeutet denn das wieder? Weil dann würde ich halt alle meine Gesundheitsdaten verkaufen und einfach dann auch davon leben. Dann hätte ich quasi eine Art Grundeinkommen einfach durch den Verkauf meiner Daten. Und das wäre dann auch absurd. Außerdem würde ich ja immer noch, bin ich in Relation mit anderen Personen, da würde ich immer noch Daten mitverkaufen von anderen Personen, deren Zustimmung ich nicht geholt habe. Also wie qualifizieren wir das mit den Daten? Ich finde es extrem schwierig und ich weiß momentan auch nicht, was die richtige Lösung ist. Ich glaube einfach, dass die EU jetzt mit der DSGVO ein gutes Regelwerk verabschiedet hat. Ich hoffe, die Schweiz schafft es ja immer noch ihr Datenschutzgesetz von 1992 endlich anzupassen an das 21. Jahrhundert und das auch einigermaßen EU-kompatibel auszugestalten. Ja, das wäre jetzt noch so die Möglichkeit, die ich in der Schweiz sehe. Ja, vielen Dank. Wenn ich jetzt dem allen zugehört habe, stellt sich bei mir die Frage, weil der Titel lautet ja unter anderem, da steht was von neuen Herrschaftsformen. So wie das dargestellt wurde, ergibt sich, also für mich ist die Fragestellung, ist da eine neue Herrschaftsform oder sind es mehr oder weniger bekannte Sachen, die einfach eine neue Qualität erhalten? Nur um das identifizieren zu können, um zu wissen, wenn man darüber nachdenkt, mit wem hat man es zu tun, wie soll man das angehen? Also entsteht da wirklich was Neues oder werden einfach neue Technologien unter den alten Mechanismen des Kapitalismus und der Wirtschaft genutzt, um das einfach noch besser installieren zu können? Ja, also ich denke, beides ist wahr. Ne? Also das, wie Monopole funktionieren und was für Nachteile das für alle Beteiligten bis auf den Monopolisten hat, das wissen wir. Das ist nichts Neues in der Wirtschaftswissenschaft. Ja, wenn ein Akteur eine marktbeherrschende Stellung hat, so, dann wird er die früher oder später ausnutzen in Form von Monopolrenten oder auch ja in Form von anderen Missbrauchsmöglichkeiten dieser marktbeherrschenden Stellung. Das, was wir jetzt neu sehen, aber im Bereich Digitalisierung, ist, dass wir Konzerne haben, die wirklich in einer Art und Weise wachsen, entlang der Wertschöpfungskette, aber auch in anderer Hinsicht, wie wir es nur selten hatten in anderen Bereichen. Ja, also beispielsweise Amazon ist ja nicht nur so, dass sie sagen, so, okay, wir haben jetzt diesen Buchhandel und dann nehmen wir noch alle, also ne, am Anfang war es ein Buchhandel, dann hat man halt alle möglichen anderen Produkte dazugenommen, dann hat man gesagt, okay, dann kontrollieren wir halt auch den Versand und die Auslieferung. Dann hat man gesagt, so, okay, machen wir jetzt auch eine eigene Produktlinie von Produkten, die sich gut verkaufen. Und immer so weiter, ne, entlang der Wertschöpfungskette. Und dann hat man eben auch gesagt, so, ach ja, warum kaufen wir jetzt nicht noch diese paar anderen Unternehmen auf aus ganz anderen Bereichen. Ja, also beispielsweise in den USA verkauft Amazon als Dienstleistung Gesichtserkennungssysteme an Polizei.
ja, und Sicherheitsbehörden. So, es gibt unglaublich viele Bereiche, in denen Amazon so in den Startlöchern ist, um halt wirklich nicht nur so einer von vielen Playern zu werden, sondern auch wieder eine marktbeherrschende Stellung im jeweiligen neuen Markt zu haben, ne? Das heißt, wir haben es nicht mit einem Unternehmen zu tun, was in einem Markt eine große Stellung hat, sondern die haben so viel Geld in der Portokasse, dass die, wenn Jeff Bezos sagen würde, so, hey, ich will Marktführer in dem und dem Bereich werden, ja, dann kann er sich da einfach einkaufen und kann sich die wahrscheinlich noch die ersten zwei Konkurrenten auf Platz 2 und 3 halt auch einkaufen. Und das ist ein Problem. Und das kommt vor allem auch daher zustande, dass wir bei der Digitalisierung auch andere Regeln haben, gerade bei Online-Märkten. Also du hast es ja schon angesprochen, das Thema Economies of Scale, also Skalierbarkeit. Ja, also es macht einfach einen Unterschied, ob ich einen digitalen Online-Shop habe, mit dem ich auf einem Schlag unglaublich viele Menschen erreichen muss, oder wenn ich Walmart bin und halt wirklich erstmal diese ganzen Filialen aufbauen muss. Und ich denke, da hat die Politik aus meiner Sicht total verpasst, zu sagen, wir müssen unser Wettbewerbsrecht ändern. Ja, also Punkt 1, diese neuen Skalierbarkeitsmöglichkeiten, die wir haben, Economies of Scale, Economies of Scope, da muss man halt sagen, da müssen wir halt gucken, auch besser aufpassen, wann ist ein Unternehmen zu groß. Und ich finde, zerschlagen ist ja so ein böses Wort, man kann ja auch entflechten sagen. Ja, man kann sagen, diese unterschiedlichen Bereiche, Amazon, das ist toll, wie du es machst, machen wir da unterschiedliche Unternehmen draus. Ja. Es kann nicht sein, dass du gleichzeitig den Marktplatz beherrschst und 50% der Buden auf diesem Marktplatz. Nicht beides zusammen, so wäre mein Ansatz. Und das müsste man politisch dringend nachziehen, aus meiner Sicht. Du wolltest. Ja, ich würde sogar noch mal deutlich weitergehen. Ich würde weder zerschlagen noch entflechten sagen, ich finde, Amazon und die Digitalkonzerne, die sind so groß geworden und die haben einen so starken Einfluss auf das öffentliche Leben. Das ist sozusagen, das sind aus meiner Sicht keine Konzerne mehr im eigentlichen Sinne, sondern das ist eine Form von Infrastruktur. Und es gibt gute Gründe, warum bestimmte Infrastrukturen wie die Bahn, und wir wissen auch, was passiert ist, wenn man die Bahn dann dem Markt überlässt, zumindest die Leute, die in Deutschland mal waren, wissen das ganz gut, warum man den Rundfunk und bestimmte das Gesundheitswesen, warum man das eben nicht dem Markt überlässt. Und bei diesen Größenordnungen können wir nicht sagen, oder wäre für mich nicht die Antwort, dass sozusagen man entflechtet das, sondern ich finde, wir sollten es als gesellschaftliche Infrastrukturen behandeln. Und das heißt, man müsste sie verstaatlichen und vergesellschaften am Ende. Und es gäbe ja auch, sag ich mal, erprobte Formen davon, wie man so etwas gestalten kann. Es gibt ja ziemlich viele Nutzer bei Facebook zum Beispiel. Man könnte ja auch zum Beispiel Nutzerbeiräte machen, von den Arbeitern, die dort beschäftigt und Arbeiterinnen, die dort beschäftigt sind. Also sagen, das könnte man durch oder auch politische Einflussnahmen, das kann man tatsächlich ganz gut steuern, und ich glaube, dass die Gesellschaft auch Kreativitätspotenzial hätte, das zu machen. Das ist ein. Ich glaube, Sie wollten was sagen, Frau Fichter. Ich habe noch was zum Datending, aber Sie können gerne erst. Nein, ich wegen der neuen Herrschaftsformen. Also einerseits ja, das ist alles nicht ganz neu. Wir wissen zum Beispiel, dass so etwas wie Statistik überhaupt oder Bevölkerungsstatistik schon im 19. Jahrhundert auch ein Element war von den Regierungen, überhaupt so etwas wie eine Biopolitik zu machen, nämlich zu wissen, in welche Richtung sollte man die Bevölkerung lenken, wo sind die gesamten Probleme. Und das sehen wir durchaus in einer gewissen Wiederkehr. Und wenn wir jetzt wissen, ah ja, ist ja ganz praktisch, in Basel, ich bin immer ganz fasziniert, ich habe jetzt wirklich in letzter Zeit häufiger, also ich bin sozusagen auch ein schlimmes persönliches Beispiel für den Datenkapitalismus, weil ich da sehr unvorsichtig bin, aber ich habe schon häufig mein Portemonnaie vergessen, weil man einfach in Basel an jedem Kiosk alles mit Karte zahlen kann, das geht ganz unproblematisch. Man kann auch jede Tramkarte mittlerweile mit App zahlen, und das sind unheimliche Vorteile im Alltag des Lebens. Aber was passiert denn mal, wenn ich mich mit einem dieser Konzerne, weil die jetzt nicht so nett meine Anliegen verstehen und dann, sondern ich denen auf die Nerven gehe, wenn die mich mal abschalten, dann stehe ich ganz schön auf dem Schlauch. Und das ist jetzt zum Beispiel einer Autorin in den USA passiert, die hat ein Buch als Kritik an Amazon geschrieben. Ups, war es nicht mehr im Online-Shop zu erhalten. Das
Amazon hat natürlich gesagt, das war reiner Zufall. Aber Sie sehen natürlich als Autorin, wenn sie dann plötzlich ein großes Unternehmen hat, was im Grunde eine marktbeherrschende Position hat, wie sich auch die Öffentlichkeit dadurch verändert, wie permanent Sie mit Ihrem iPhone oder mit Ihrem Smartphone, welches Gerät Sie auch immer benutzen, sozusagen das Netz des Lebens da absolut mit verwoben ist. Wenn ihr iPhone von Ihrem Anbieter abgeschaltet wird, 2-3 Tage. Also die Leute, die so halb erwachsene Kinder haben, wissen ja, was passiert, wenn man den Kindern das Smartphone wegnimmt. Wie sich ihr Leben daran verändert und wie stark die Abhängigkeit von den Konzernen ist. Und deshalb sozusagen ist das eine neue Herrschaftsform. Die wissen nicht nur extrem, also die wissen sogar mehr über uns, als wir von uns selber wissen teilweise. Also Sie haben ja das Beispiel genannt, die können an unserem Husten dann erkennen, ob die nächste Grippewelle rollt. Aber sie haben auch eine Macht über uns, die wir wahrscheinlich erst kennen, wenn es dann mal wirklich zu Konflikten kommt. Jetzt ist es ja noch sozusagen so was Interessantes, Neugieriges, aber wenn die uns mal abstellen oder in eine bestimmte Richtung lenken, da sehe ich sehr, sehr große Herrschaftspotenzial, nicht nur Potenzial, also noch nicht abgerufene Herrschaft drin, die wir vielleicht auch noch besser reflektieren müssen. Ich habe da selbst noch keine endgültige Antwort drauf, aber es ist zumindest eine neue Form von digitaler Herrschaft. Ich wollte nur noch schnell etwas ergänzen zum Thema Skalierbarkeit, was Sie beide vorher gesagt haben, und zwar das mit den Netzwerkeffekten. Also es ist schon so, es ist ja nicht nur aus Sicht des Monopolisten sehr vorteilhaft, es ist auch, oder wie Sie vorher gesagt haben, eben Amazon kennt mich sehr gut, macht sehr personalisierte Angebote, und das liegt eben daran, dass ja die Masse wächst. Und jetzt vielleicht, um noch ein Beispiel zu machen, dass das illustriert, was jetzt der Unterschied ist zur Offline-Wirtschaft, ist, dass, ich meine, je mehr Leute hier in diesem Raum sind, desto stickiger wird die Luft. Und das heißt nicht unbedingt, dass dann das Produkt, unser Podium hier besser wird, also die Performance. Wenn man das jetzt aber übertragen würde auf die digitale Sphäre, das zeigt eben eigentlich der Unterschied und warum wir eben schon mit einer ganz neuen Situation konfrontiert sind, ist, dass das Produkt natürlich immer besser wird. Also es wird, je mehr Leute hier reinkommen, desto besser reden wir hier vorne. Und das ist einfach so ein bisschen, um das Beispiel zu machen, wenn mich Leute fragen, was jetzt mit diesen Netzwerkeffekten gemeint, eben das Produkt wird immer besser, je mehr zugekauft wird, und es wird dann überall in den Geschäftspolicies geschrieben, ja, wir erheben die Daten und verknüpfen sie mit den anderen Diensten, um für Sie den bestmöglichen Service zu bieten, also das für Sie so zu optimieren. Und ja, ich bin auch der Meinung, also ich weiß jetzt nicht genau, ja, Entflechtung auf jeden Fall, und eben, was jetzt auch die EU macht oder eben zumindest die Wettbewerbsbehörde macht, wirklich hier nochmal unterscheiden. Google ist einerseits Suchmaschine, Host, und macht gleichzeitig bietet seine eigenen Produkte an, wie zum Beispiel Google Shopping. Und das konkurriert ja mit ganz anderen Portalen ebenfalls. Also Google ist einerseits Gastgeber, macht und oder wie soll ich sagen, wenn wir ein Pferderennen haben, ist die Rennbahn und gleichzeitig das eigene Pferd und weiß ganz genau anhand der Daten, welches Pferd am besten ist. Und deswegen ist es ein unfairer Wettbewerb, und deswegen ist es gut, dass die EU hier eingreift. Ganz, ganz kurz nur ein Beispiel dazu. Also da gab es ja tatsächlich auch mal einen größeren Fall. Da hat nämlich die EU-Kommission rausgefunden, Google betreibt ja ein Preisvergleichsportal und ist gleichzeitig Suchmaschine. Und die mussten mehrere Milliarden Euro Strafe zahlen, weil sie ihren eigenen Preisvergleichsportal halt nach oben gehoben haben und das für die Konkurrenz quasi das Todesurteil war. Also vielleicht zu den neuen Herrschaftsformen. Ich glaube, so neu ist das nicht. Also wenn man bedenkt, früher sind die Leute in die Kirche gegangen und haben gebeichtet. Die Kirche wusste alles über die Leid. Also ich will niemandem nahe treten, ich glaube, wahrscheinlich gibt es sie heute noch. Damit hatte die Kirche gegenüber den Menschen auch eine unheimliche Macht. Was ist das Neue? Das Neue ist, dass man das kommerzialisiert und mit den Daten der Menschen quasi Handel betreibt. Und da ist die Frage, was kann man da regulieren und was kann man da nicht regulieren? Nachdem die Menschen ja auch durch so einen kulturellen Umerziehungsprozess freiwillig ihre Daten ja abgeben, da braucht man ja niemanden zu kontrollieren, das tun wir ja alle, ist die Frage doch, wie viel Macht akkumuliert sich da und welche Rolle spielt sozusagen der Staat als Instanz
als gleiche Instanz in einer Gesellschaft. Und da kann man natürlich Sachen regulieren. Also ich sag mal, die neue spanische Regierung hat ja jetzt auf den Weg gebracht, zu schauen, inwieweit greift Amazon mit seinem Handel in das Postrecht ein. Und man kann das regulieren. Es gibt eine ähnliche Debatte in Deutschland, die ist noch sehr, sehr klein. Und so muss man, glaube ich, die Segmente sich mal anschauen, wo diese Unternehmen unterwegs sind. Und klar, so viel Druck auch aufzubauen, zu schauen, dass man hier zu Regulierungen kommt. Nicht, dass sozusagen dann einzelne Konzerne den Staaten, den Nationalstaaten was vorgeben können, sondern dass sie sich dem zu fügen haben, was für alle gilt. Und das gilt jetzt für alle anderen Segmente, ob das jetzt Steuerpolitik ist, Infrastruktur, Datenschutz etc. etc. Das meinte ich, als ich meinte zu Beginn, dass man diese Konzerne auch nicht überdimensioniert sehen darf. Die gehen auch zugrunde. Also wir haben in Deutschland vor 15 Jahren einen Handelskonzern gehabt, Metro, das war der drittgrößte Handelskonzern weltweit und der internationalste. Den gibt es jetzt kaum noch. Die letzte Sparte ist Real, das wird jetzt zerschlagen. Und so hat man immer wieder so in der Geschichte quasi Konzerne, die Kapital akkumulieren. Die Frage ist, ob sie nicht selber an dieser Übermacht zugrunde gehen. Jetzt haben wir in Deutschland die Problematik, dass Amazon jetzt nur zwei Konkurrenten hat, die einigermaßen ihnen das Wasser reichen. Das ist Otto und das ist Zalando. Aber ich würde behaupten, wenn jetzt Alibaba in den deutschen Markt einsteigen würde, das würde nochmal die Spielregeln ändern. Und selbst Amazon scheitert ja, ist ja gescheitert, weil du das eben mit Amazon Fresh als Beispiel gegeben hast. Amazon hat in Deutschland drei Versuche gestartet, um frische und Lebensmittel zu liefern. Und alle drei Versuche sind grandios gescheitert. Das Unternehmen hat so viel Geld verbraten, und sie werden nicht in absehbarer Zeit in diesem Segment nach vorne kommen. Warum? Weil dort schon ganz andere Akteure unterwegs sind. Das ist aber für das Unternehmen nicht das Problem, weil sie sehr viel ausprobieren. Und wenn es nicht klappt, dann ist das Geld verbrannt. Die Kriegskasse ist voll. Das ist ein Problem, ja. Man könnte das Geld auch anders benutzen. Jetzt bin ich nicht so weit, dass man sagt, man enteignet sie sofort. Also die Fantasie hätte ich dazu da, aber ich glaube, die Gesellschaft ist noch nicht so weit. Daher, wie gesagt, würde ich auch an der Stelle genauer schauen, wo sind sie erfolgreich und wo nicht. Und das ist jetzt nicht so, dass man dann behaupten kann, die sind in so einer Situation, dass sie tatsächlich unser ganzes Leben so umkrempeln, dass wir nichts mehr zu melden haben. Vielleicht noch ein Satz zu dir, weil du gesagt hast, Erfolg, dass wir nicht so erfolgreich sind, da würde ich dir widersprechen. Wir haben ziemlich viele Erfolge organisiert, indem in allen Standorten Betriebsräte gibt, massive Verbesserungen bei den Einkommen. Ich könnte jetzt zig Beispiele nennen, was sich sozusagen im Betrieb alles verändert hat durch den Einsatz der Gewerkschaft. Wir haben noch keinen Tarifvertrag. Da könnte man sagen, das ist noch nicht erfolgreich, aber wir treiben das Unternehmen vor uns her. Sie müssen reagieren. Auch das ist eine Methode, wir können sozusagen als gewerkschaftlicher Akteur, wir sind ja ein gesellschaftlicher Akteur nur als Gewerkschaft. Und das gelingt uns dann, wenn sozusagen in anderen Bereichen auch weitere Akteure das als Problem wahrnehmen. Ich merke schon, dass es auch andere gibt, klar. Und dass man dann von verschiedenen Seiten aus solche Konzerne in die Zange nimmt und sagt, Schluss aus. Ich glaube, er wollte auch gar nicht sagen, dass ihr da überhaupt nichts zu Wege gebracht habt, aber das Hauptziel, das große eben eines Tarifvertrags, ist noch in Ferne. Nee. Na dann. In 2 Jahren kommen wir dann. Okay, wir nehmen dich beim Wort und schauen weiter zu. Als neutraler Beobachter und ahnungsloser Moderator, der ich hier sitze, könnte ich jetzt den Eindruck gewinnen, okay, wir haben identifiziert und analysiert, dass es mächtig viele Probleme und gesellschaftliche Umwälzungen mit der Digitalisierung zu geben scheint, was irgendwie ja alles
Kacke ist. Warum machen wir das denn überhaupt? Was sind denn die Vorteile von dem Zeug, außer für diejenigen, die das als Herrschaftsinstrument ausnutzen können? Und ein Titel lautet ja auch zwischen emanzipatorischer Aneignung und neuen Herrschaftsformen. Das heißt, die emanzipatorische Aneignung, was kann ich mir darunter vorstellen? Also mir persönlich ist als erstes nur spontan eingefallen, arabischer Frühling, wo ganz vieles über Kommunikation nach außen wie intern unter den Gruppen übers Internet gelaufen ist, mit YouTube-Videos aufgefrischt wurde und so weiter. Natürlich ist eine Internetkommunikation aller möglichen Gruppen, die sich emanzipieren wollen, nun weltweit möglich in einem ganz anderen Tempo und Möglichkeiten, als es vorher war. Aber was ist denn der wesentliche Vorteil, den wir alle hätten, wenn das Ganze nicht nur zum Herrschaftsinstrument verkommen würde? Ja. Ja, also ich im Job war ich lange Zeit im Online-Campaigning für Bürgerrechtsbewegungen tätig. Von daher kann ich sagen, dass also es ist ja nicht nur Herrschaftswerkzeug, sondern gleichzeitig gibt es einzelne, sage ich mal, Dienste, die ja sehr nützlich sein können für sehr viele Menschen. Also ich bin Datenschützerin, ich hasse Facebook offensichtlich. Trotzdem habe ich mir irgendwann einen Account gemacht, als wir damals gegen Urheberrechtsabkommen der Europäischen Union 2011 demonstriert haben, weil ich einfach gesehen habe, so wie machen das die Proteste in Polen, die haben Facebook-Gruppen gegründet, daraufhin sind tausende junge Leute auf die Straße gegangen, habe ich gesagt, okay, das will ich für Hamburg auch. Habe halt ein Facebook-Event für ACTA-Demos organisiert und zack, waren halt zehntausende junge Menschen auf der Straße. So. Und das ist schon ein enormes Potenzial von solchen Plattformen, dass man eben auch ohne Kohle, ohne große Organisation als einfache Graswurzelbewegung sagen kann, ich erreiche jetzt viele Menschen. Ja, oder dass man halt sagt, abseits, also ich brauche kein großes Werbebudget, um beispielsweise irgendwie Leute dafür zu sensibilisieren, was sind die Probleme in Bezug auf Arbeitnehmerrechte bei Amazon, so ich kann halt eine Graswurzelkampagne starten. Trotz allem glaube ich, dass wir uns halt auch darüber Gedanken machen sollten, so was wäre denn, wenn beispielsweise jemand wie Mark Zuckerberg eine Midlife-Crisis kriegt und halt sagt, so ja, bestimmte Inhalte, die finde ich jetzt nicht mehr so gut, andere schon. Ja, haben wir gesetzliche Mechanismen, die sicherstellen, dass das nicht passiert? Und ich glaube, da wäre es halt wichtig, drüber nachzudenken, was sind eigentlich Plattformen in unserer Gesellschaft, wo wir sagen, diese Plattformen, die sollten nicht einem einzelnen Konzern gehören. Ja, und das wäre für mich so eine Frage, also wir hatten über Amazon gesprochen, da wäre es halt so der Marktplatz, wo man sagt, auf dem Marktplatz, wo Sachen angeboten werden, da sollten wir gucken, gibt es da vielleicht andere Besitzformen? Ja, ich bin nicht der Meinung, dass man jetzt alle Bereiche von Amazon verstaatlichen muss, aber ich finde schon, dass so ein Marktplatz an sich eine gute Sache wäre. Genauso wie man bei sozialen Netzwerken gucken könnte, gibt es andere technische Möglichkeiten, dezentrale soziale Netzwerke, wo man sagt, okay, das gehört keinem, das gehört vielen, ja, und keiner kann ausgeschlossen werden. Und diese Debatte fehlt mir momentan total. Also ich liebe Technik, ich glaube, Technik hat das Potenzial, unser Leben total toll zu machen, aber wenn wir nicht aufpassen, kann auch das Gegenteil passieren. Ja, und da finde ich es ganz, ganz wichtig, ja, also wurde im Input-Statement auch angesprochen, dass wir vieles, dass wir als Gesellschaft dazu tendieren, vieles, was technisch vorgegeben wird, so als Gott gegeben zu akzeptieren. Wobei vieles davon gar nicht das Resultat von technischer Entwicklung ist und auch nicht das Gelbe vom Ei, sondern vielmehr das Resultat von, was sind denn eigentlich die Businessmodelle dahinter, ja. Und oft ist das, was, sag ich mal, das den meisten Gewinn abwirft, nicht unbedingt das, was unsere Gesellschaft weiterbringen würde. Ne? Und da würde ich mir wünschen, dass wir als Gesellschaft einfach sagen, okay, wir fördern beispielsweise mehr freie Software-Alternativen, wir schauen uns an, was gibt es denn für alternative Besitzformen für unterschiedliche kritische Infrastrukturen in unserer Gesellschaft. Und da hätten wir unglaubliches Potenzial, unsere Gesellschaft auch besser zu machen. Du hast es vorhin gesagt, das Mobilisierungspotenzial der jetzt vor allem Social Media Plattform, das ist bis heute noch enorm, das wird auch immer wieder genannt. Das ist auch etwas, was ich sehr oft höre, ja, aber die haben, ist ja nicht nur alles schlecht. Ich denke, man muss alles immer in einem historischen, zeitlichen Kontext anschauen und eben auch, welche Geschäftsentscheidungen
wann gefällt worden sind. Also eben 2011, oder da war Facebook noch kein Börsenkonzern, sondern Facebook war einfach eine Plattform, die vor allem wachsen musste, weil das so die Investoren wollten. Dann 2012 ging Facebook an die Börse und musste Geld verdienen. Und das ging dann eben nur mit der ganzen Monetarisierung der Daten seiner User. Und dann eben auch mit dem Ausbau des Werbeportfolios, das ist eigentlich vorher praktisch, das waren nur kleine Anzeigenformate, die da Facebook ausprobiert hatte. Die Werbeabteilung hatte, glaube ich, soweit ich weiß, etwa 5 bis 10 Leute bis dann. Das wurde dann auch massiv ausgebaut. Und dann 2014 ist eigentlich so ein bisschen eine Zäsur, die man sagen kann, wo dann Facebook wirklich zum Monopolisten, was Social-Media-Plattformen angeht, wirklich auch zum Überwachungskapitalisten geworden ist, weil man angefangen hat, extrem in die Privatsphäre der User einzugreifen. Man hat begonnen, sein Portfolio an Pixel und Trackern, die man installieren kann, für seine Werbekunden, also für die Unternehmen, die dann auf Facebook werben, auszubauen, sodass die Werbekunden auf ihrer Webseite einen Pixel installiert haben, sodass die Information übermittelt wird, hey, dieser Facebook-User ist gerade auf deiner Seite, wirb doch nachher auf Facebook mit deinem Produkt oder eben mit deiner Partei. Und das ist einfach so, dass der historische Kontext ist einfach so, dass die Datensammlung wird immer größer, größer und größer aus allen möglichen Quellen, und mittlerweile ist Facebook-Code und Google-Code überall installiert, in fast jeder App, weil es einfach zu analytischen Zwecken einfach sehr aufschlussreich ist. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Problematik so vom historischen Kontext her. Und natürlich, dann kann man auch die ganze Fake News oder Desinformation-Problematik dazu, dass es auch attraktiv wurde, auf diesen Plattformen mit falscher Information zu werben, weil man damit auch Geld machte. Genau, also da einfach so ein bisschen noch den historischen Kontext, und vielleicht, wenn man jetzt emanzipatorische alternative Formen ansprechen will, vielleicht kommen wir auch noch später dazu, der Staat kann eingreifen und hat politischen Gestaltungsspielraum. Und das ist etwas, das man schon immer wieder einfach nochmals betonen muss. Es gibt eben Städte, die das jetzt zum Teil versuchen. Es ist sehr erfreulich, eben in Amsterdam oder in Barcelona beispielsweise. Gibt es eine Smart City, aber sie ist nicht so, wie sich das die Tech-Konzerne vorstellen. Also der Begriff Smart City kommt ja auch hat mal IBM marketingtechnisch mal ausprobiert vor 10 Jahren, und seither hat sich der durchgesetzt, und wir reden alle von der Smart City. Sondern es geht eben darum, dass Technologie soll genutzt werden, um das Leben in der Stadt lebenswerter zu machen. Und die Stadt Barcelona beispielsweise nutzt ihren Spielraum, indem sie zum Beispiel auch mit Airbnb Verträge aushandelt, dass die Städte, dass die Einwohner vor Ort nicht in Wohnungsnot geraten, oder dass zum Beispiel, wenn es um Veloverleih geht, dass die Daten des Veloverleih, also der Bike-Sharing-Plattformen, dass die Daten nicht abfließen und dass man da nicht überwacht wird. Also da werden Dinge ausprobiert, nicht immer erfolgreich, aber es gibt in dem Sinne neue Modelle in europäischen Städten, die ich denke, auch sich hier in Zürich lohnen würden. Und ich glaube, da müsste man als Politikerin und als Politiker müsste man genauer sich anschauen, was da ausprobiert wird, und nicht schon von vorneweg sagen, ja, wir haben eh keine Chance, wir sind ein kleines Land. Sieht man leider jetzt momentan auch gerade bei der EID-Diskussion, ich weiß nicht, wie vertraut ihr damit sind, aber das ist in der Schweiz gerade ein großes Thema, wir werden darüber abstimmen. Es hat also ein Referendum dagegen gegeben, erfolgreich. Das heißt, wir werden darüber abstimmen, ob Privatunternehmen unsere digitale staatliche Identität herausgeben sollen oder nicht. Und der Staat stütze ich hier auf den Standpunkt, ja, wir können das ja nicht, wir haben technologisch nicht die Möglichkeiten, und ich finde das einfach eine Bankrotterklärung in dem Sinn. Ja, ich finde gerade dieses Beispiel Barcelona und Amsterdam total spannend, und was die dieses Recode-Decode-Projekt, was da vor allen Dingen von der Francesca Bria vorangetrieben wurde, deren Hauptpunkt war ja auch, die Datensouveränität voranzubringen und dass die Kommunen sozusagen über die, also man muss eine Vorbemerkung machen. Und ich glaube, der Kern der Digitalisierung ist etwas, was es auch schon immer gibt, aber was jetzt deutlich stärker nutzbar gemacht
werden kann, nämlich, dass wir beständig in allen unseren Handlungen, sofern sie mit einer digitalen Maschine in irgendeiner Art und Weise verbunden sind, dass wir Datenspuren immer mitproduzieren. Wenn wir ein Buch kaufen, sozusagen produzieren wir einen Suchverlauf. Und diese Daten sind nun mal in der Welt und durch diese Technologie beständig bearbeitbar. Und die Idee von den Leuten aus diesem Projekt ist sozusagen auf städtischer Ebene, weil dort es gibt sehr, sehr viele Daten, die dort produziert werden, dass man alle kommerziellen Anbieter dazu verpflichtet, die Kommune als auch die Bürger in irgendeiner Weise zu resouveränisieren da drin. Das finde ich erstmal einen sehr, sehr guten Ansatz. Und ich glaube, wenn wir über Emanzipation sprechen, dann ist mich der andere Teil der Ankündigung wichtig, nämlich die Aneignung. Das heißt, wie kann Aneignung geschehen? Und ich glaube, Aneignung kann durch ganz verschiedene kollektive Prozesse, durch Gesetzgebungsprozesse, aber auch durch soziale Bewegungen entstehen. Und wir wissen natürlich, es gibt, also der berühmteste Twitterer der Welt, sagen Donald Trump, ist natürlich ein Entschuldigung, ich werde es noch im Laufe der lernen. Vielleicht auch nicht. Jedenfalls, also ich finde, wenn wir generell darüber sprechen, ich habe ja jetzt auch so, sag ich mal, einen sehr negativen Blick auf die Tech-Konzerne selber, bin aber auch, also ich habe eine unheimliche Lust an der Technologie, weil sie eben so viele Potenzialitäten entwickelt. Und wir wissen sozusagen, Donald Trump ist sehr gut da drin, Fake News und Misogynie und Rassismus darin zu verbreiten. Gleichzeitig und im gleichen Zeitraum gab es eine der erfolgreichsten Internetkampagnen aller Zeiten, die MeToo-Bewegung, und die tatsächlich große Auswirkungen hatte. Also sagen wir, vom arabischen Frühling bis heute haben wir sozusagen gerade über Twitter, über das Internet große progressive politische Bewegungen. Wir haben aber auch sich organisierende organisierende Rechtsextremisten, die dort ihre Anschläge planen, die dort sagen den über Rassismus kommunizieren. Also beides ist gleichzeitig da, und sozusagen für uns sehe ich das ein bisschen mehr als Chance, tatsächlich in dieser Potenzialität Aneignungsbewegungen zu starten. Und da finde ich, sieht die Bilanz jetzt nicht immer nur schlecht aus. Ich möchte noch auf zwei andere Sachen hinweisen, wo ich einfach die Digitalisierung oder die Technologien so spannend finde. Zum Beispiel bei der Partnerwahl. Meine Eltern sozusagen kommen noch so vom Dorf, und er ist der Sohn des Elektrikers, sie die Tochter des Bäckers, wohnen gegenüber, also gab nicht so viel Auswahl auch. Ne? Genau. Und ich sag mal, wer auf den Dörfern groß geworden ist, weiß auch, da wurde auch häufig mal nachgeholfen, und richtig glücklich werden die, also das ist jetzt keine Aussage mehr bei meinen Eltern, aber sozusagen, aber richtig glücklich werden die Leute damit nicht. Und ich finde es durchaus sehr, sehr interessant, welche Elemente, auch wenn man sagt, Tinder, das ist doch schrecklich. Ich finde, das eigentlich ist das doch was, also wir können ja auch erstmal in die jungen Leute vertrauen, dass sie sozusagen durch sozusagen oder Parship, durch bestimmte Möglichkeiten Partner mit ähnlichen Interessen, mit vielleicht sozusagen einer ähnlichen Lebenseinstellung, aber in einem ganz anderen Ort zu finden, dass man dort stabilere oder glücklichere kurzfristige Beziehungen findet, wie man das auch gerne haben möchte. Aber ich finde, dort viele Elemente erstmal, die können uns einen Fortschritt bringen. GPS. Wir wissen sozusagen, dass heute GPS ein riesiger kommerzielles Element geworden ist, aber für jemanden wie mich, der wirkliche Schwierigkeiten mit Karten hatte, ist das eine wahnsinnige Lebenserleichterung. Und das heißt, wir können auf ganz verschiedenen Ebenen durchaus mit der Technologie unser Leben besser und gelingender gestalten. Und jetzt mache ich den krassen Bogen dazu. Und das haben aber zum Beispiel die ganzen kritischen Theoretiker wie Herbert die ganzen kritischen Theoretiker von Karl Marx bis zu Herbert Marcuse alle gesehen. Die haben alle sozusagen die Potenzialitäten der Technologie erkannt. Marx hat sogar vom General Intellect gesprochen. Er hat darüber gesprochen, dass so etwas wie ein gemeinsames Bewusstsein entsteht oder ein gemeinsames Weltwissen. Und selbst wenn wir manchmal uns darüber amüsieren, ich finde Wikipedia eine gute Sache. Sagen Sie es nicht meinen Studenten, aber ich gucke häufig drauf nach. Das ist wirklich eine gute Informationsquelle. Und das findet unter sehr kollaborativen Formen statt. Und
diese Elemente, und aber das, darauf haben immer die kritischen Theoretiker hingewiesen, haben gesagt, die hat eine Potenzialität der Emanzipation. Aber wenn diese Potenzialität immer nur in einer, Entschuldigung, es ist jetzt sehr Soziologensprache, verzeihen Sie es mir kurz, in der Zweckrationalität, in der Rationalisierung des Marktes nur stattfindet und sozusagen dann nicht in der Zweckrationalität oder in einer kommunikativen Rationalität der Gesellschaft stattfindet, dann kann das eben kippen. Wenn Twitter eben kein solange Twitter kein Instrument ist, was man gerne auch dezentral in der Gesellschaft demokratisch kontrolliert und wo es Kontrollinstanzen von unten gibt, sondern wo Twitter ein Unternehmen ist, das gerne Gewinne machen möchte, so wie Facebook, und deshalb bekommen sie dann auch Russland die Ads und Cambridge Analytica kann das mobilisieren, haben diese Technologien eben eine Potenzialität in Richtung Emanzipation, aber auch in die Richtung des großen Rückschritts. Ich habe auch hier, wie in allen Sachen, keine Antwort darauf, aber ich würde sagen, wir brauchen keinen Luditismus, wir brauchen sozusagen, sollten uns nicht von den Technologien verabschieden, sondern eine gemeinsame Diskussion führen. Deshalb finde ich auch so einen Kongress wie Reclaim Democracy total toll. Ich finde auch die Republika eine der wichtigsten Institutionen, wo nämlich über kollektive Aneignungsprozesse von diesen Technologien gesprochen wird und auch gehandelt wird. Und deshalb ist meistens, wenn ich nicht die Nachrichten schaue, sondern auf solche Aspekte schaue, bin ich dann eigentlich doch auch verhalten optimistisch, dass das gelingen kann. Also für mich ist die zentrale Frage, was soll denn Technik können? Und was soll ein Algorithmus können? Momentan ist ja so, dass wir in der Gesellschaft immer uns über die Resultate unterhalten. Also irgendwo passiert eine Schweinerei, Datenklau, Datenmissbrauch etc. Und dann diskutieren wir darüber. Die Debatte, die wir bräuchten, ist sozusagen, was müsste denn Technik können? Was brauchen wir? Wie können wir quasi Technik und Algorithmen so beeinflussen, dass genau dieser Effekt eintritt, wo nicht nur einzelne Konzerne mit Daten handeln und den ganzen Effekten sich eine goldene Nase verdienen, sondern wo wir gesamtgesellschaftlich davon profitieren können. Keine Frage, dass wir Technik, Robotik, Digitalisierung viel nutzvoller einsetzen können. Und dazu bräuchte man meines Erachtens auch wieder mal eine Debatte. Die gab es in den 80er Jahren mal schon, aber leider ist die wieder eingeschlafen über die letzten Jahre, dass wir tatsächlich Anforderungen an die Technik stellen, zu sagen, was brauchen wir? Vielleicht müssten wir auch selber in den eigenen Reihen mal mehr Gedanken dazu machen, zu sagen, wie können wir mit den Tech-Workern anders in Verbindung kommen? Also ist auch eine Schwachstelle von unserer gewerkschaftlichen Arbeit, dass wir die klassischen Beschäftigten gut organisieren können, aber die Tech-Worker eher schlecht. Wir haben das jetzt in Berlin, die Kolleginnen organisiert, die Alexa bespielen. Also dort gibt es einen Betriebsrat, das sind etwa 100 Leute. Und das ist natürlich ein völlig anderes Klientel, was so Beschäftigte angeht, weil sie völlig anders auf die Sachen, auf Gewerkschaften schauen. Aber wir müssen uns schon Gedanken machen, auch sozusagen dieses Klientel der Beschäftigten zu organisieren und mit denen auch in die Debatte zu gehen. Ich glaube, da gibt es tausende kluge Menschen, die diese Arbeit gern machen. Sie machen es halt natürlich nach dem Duktus der Unternehmen. Und wenn es uns gelingen würde, da mal zumindest eine Debatte zu starten, was bräuchten wir in der Gesellschaft? Wie kann das sozusagen die gesamte Gesellschaft nach vorne bringen? Und wie kann man das dann programmieren auch in der Arbeit und darüber hinaus? Dann hätten wir, glaube ich, auch eine andere Debatte und würden uns nicht nur mit Ergebnissen und Resultaten dieser Entwicklungen befassen, sondern könnten vielleicht auch nochmal progressiv Initiativen dort starten, die das ein bisschen verändern könnten, meines Erachtens.